Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Zu meiner linken, vielmehr von Ihnen aus gesehen rechten, ist Ole. Und Ole hat sich jetzt gerade extra nochmal die Sonnenbrille geholt, mit der er auch bei uns auf dem Modern Koi Magazin Cover drauf war, dass man ihn auch wirklich erkennt. Hi Ole. Hi Martin. Wie geht's? Gut, und dir? Super, Weltklasse. Nach 4,5 Stunden Fahrt, aber es ging. Ja, wir sind heute Morgen 4,5 Stunden gefahren. Wir werden heute Ole einen ganzen Stall voll erstklassiger Koi ausliefern. Aber bevor wir über Koi reden, ich bin gerade mit Tim hier in den Garten reingelaufen und dann sage ich, geil, oder? Sagt Tim, ja, das ist Kirchner Style. Und ich muss dir ehrlich sagen, Jürgen Kirchner, als du das mal auf Facebook gepostet hast, hat er mich angerufen und hat gesagt, also ich muss der, ich bin ja per se mit ihm, ich muss Ihnen eins sagen, Herr Kammerer, aber der Ole, das kann er schon, das so, da hat er ein Händchen dafür. War das schon immer so bei dir, dass du gestalten kannst? Ich bin ja eigentlich Elektriker. Ja, das sieht man. Nein, also ich hab schon viel da abgeguckt bei Kirchner, muss ich schon sagen, klar. Und bei mir braucht das aber auch immer so 2, 3, 4 Jahre, bis ich das irgendwann so habe, wie ich es dann haben will. Da wird dann viel nochmal geändert. Und weil ich halt nicht so den grünen Daumen habe eigentlich. Ja, doch, du hast den grünen Daumen, weil seinen alten Teich kennen wir auch schon, haben wir auch schon viel geblockt. Modern Koi haben wir ein Magazin drüber gemacht, über deinen Garten. Und das war ein anderer Stil, aber es war auch so eine grüne Hölle. Also du hast ein unglaublich geiles Händchen dafür, wie man Pflanzen von der Färbung, von allem anordnet. Aber das hast du nie gelernt oder irgendwie? Also ich hatte eigentlich auch geplant, eher einen sterilen Garten zu machen. Also habe ich meiner Frau eigentlich versprochen. Und so, hatte mir das auch vorgenommen, weil das vom Handling alles viel einfacher ist und auch mit den Steinen von der Umsetzung mit PE nicht so dolle immer ist. Ja. Aber habe mich dann im letzten Moment dann doch auch aufgrund von den Kirchner-Blocks dazu entschlossen, dann doch so ein bisschen vom Stil her genau aufzugreifen. Du sagst, dein Teich ist PE, ja. Aber PE-Bahn dünn geschweißt, gell? Oder sind es so Zentimeterplatten? Nee, nee, so 3-4 mm würde genau. Ich sagen. Ja. PE-Folie. Nimmst du mal die Kamera auf die Hand, bitte, Tim? Ja, und dann würde mich aber wirklich mal interessieren, wie hast du das dann da hinten realisiert, dass du da Steine reinlegen kannst? Also im Prinzip ist es so, dass ich gesagt habe, ich wollte hier die eine Seite geradlinig haben und die andere Seite so ein bisschen strukturiert. Das ist ja geglückt. Und sind wir im Prinzip rübergegangen und dann, ich sag mal so Freestyle mit dem Kran, habe ich einfach mal die Steine so platziert und dann haben wir hinter 30 cm hochgekantet, einmal rumgegangen. Und dann habe ich so gefühlt für 5.000 Euro Brunnenschaum da versprüht. Da gibt ja diesen von Aqua Koi oder wie auch immer, gibt es dann so einen Modellierschaum für Bachläufe und sowas, okay. Alles. Kenne ich gar nicht. Und also da ist jetzt keine Fuge oder sonstiges nichts. Also das ist eigentlich, hätte ich es mit Zement gemacht, hätte ich es ja wieder versiegeln müssen. Ja, stimmt. Ja. Und das funktioniert? Das funktioniert. Fängt ja jetzt auch schon so ein bisschen an, da mit Moos zu besiedeln, wenn du da zwischen Steinen guckst. Ja. Das ist ja auch dieses modellierte Zeug. Stimmt. Wo hast du die Pflanzen gekauft? Weil das sind ja Eibenkugeln mit fast 2 Metern im Durchmesser dabei. So, also hier, ich da. Sag mal, die Kiefern habe ich von Bonsai-Zentrum Münsterland, auch viele Azaleen. Ich habe aber auch von Jürgen Kirchner Azaleen. Okay. Ich habe im Umkreis von den Baumschulen, habe ich mal hier meine Eibe geholt, da meine Eibe geholt. Hast du auch Papa Spender? Papa Spender, genau. Viel. Viele Papa Spender. Also die Kugeln, das war eigentlich ganz witzig. Ich hatte bei so einer in Münster bei irgendeiner Baumschule angerufen, habe gefragt, ob die Eibenkugeln haben. Ich so, die so, ja. Ich so, was kosten die? Ja, zwischen 150 und 250 Euro. So, wie groß sind die denn? Ja, so 2 Meter, 3 Meter im Durchmesser. Ich so, du erzählst jetzt Scheiß. Ich so, jetzt ehrlich? Die verkaufen die für 100 Euro. Keine Ahnung, ob die sich vertan hat, aber bin ich so vorhin hingegangen, habe alles ganz im Stand gekauft. Vorne habe ich auch noch welche. Ich muss dazu sagen, mir sind noch 2 kaputt gegangen. Das Objektiv, mit dem gerade gefilmt wird, habe ich über meinen Händler online gekauft. Das hat, normal kosten diese 1 zu 2,8 Lichtstärke Objektive, die kosten immer so zwischen 2.000 und 3.000 Euro von Nikon, also die guten Scherben. Und plötzlich hat es 1.000 Euro gekostet. Und dann hat das Büro angerufen und hat gesagt, das kann nicht sein. Doch, 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 da steht er, da steht er. Dann haben wir es 3-mal gesagt, das gibt's nicht, weil wir kaufen jetzt 10. Ja, nee, dann haben wir eins gekauft. Und dann sind sie ein halbes Jahr später gekommen, ob es nicht wieder so, das, weil da hätte man dann doch einen Fehler gefunden. Also ich habe sofort, ich habe gesagt, ich brauche also keine Rechnung, meine Daten kriegen sie nicht, ich zahle Cash und dann bin ich sofort wieder abgehauen, bevor die dann also mal 150 Euro? Nein, die hat, glaube ich, die 350, da vorne, die hat irgendwie 150. Die hat, glaube ich, 250. Vorne habe ich auch noch 5, 6 Stück davon oder so. Ja, also ich glaube, die teuerste war 350 Euro. Also Wahnsinn. Wenn du im Internet guckst, ist immer normal 2.000 Euro oder so. Dein Wasser sieht geil aus.
Bist du zufrieden mit deinem Wasser? Ja, wie gesagt, ich habe gestern aufgesalzen und der ist jetzt ein bisschen trüb, finde ich. Echt? Ja, eigentlich schon. Also war deutlich klarer. Also das Wasser trüb ist, kann ich überhaupt nicht sagen. Man sieht, dass es einen extrem brutalen Glanz hat und das ist häufig auch, wenn man aufsalzt. Also normalerweise 3 Tage nach dem Aufsalzen ist Wasser so von der Haptik, von der Optik am allerschönsten. Hier siehst du auch nochmal gut die Struktur, im Prinzip die beiden Steine einzeln und dann die Verbindung. Ja. Wir hatten unter Wasser, wurde dann halt ein Stein daraus gemacht. Ja, cool. Du hast dein zweiter Großteich. Beim ersten hattest du ja viel Sorgen, falscher Anstrich, falsches Material, falsche Form. Da war ja, du warst ja eigentlich totunglücklich. Jetzt hast du den Teich vor einem Jahr, haben wir ihn besetzt. Du hast ihn jetzt ein Jahr, ziemlich genau. Ja, wir haben den, glaube ich, besetzt. Früher oder Herbst? In Betrieb genommen habe ich den, glaube ich, Ende 2020. Mhm. Und ich meine, wir haben den noch Ende 2020 besetzt. Wir haben den spät besetzt, ich sag mal so im 2020 November. Kann nicht sein. Doch. Wir haben jetzt 22. Ja, letztes Jahr hatte ich dann 21 komplette Saison. Ach stimmt, da waren die Fische im Naturteich, da haben wir gar nichts rein. Genau. Letztes Jahr, stimmt. Und bist du jetzt rundum zufrieden mit allem, auch Filteranlage? Ja gut, immer noch mal eine, hätte vielleicht doch noch mal eine Rohrleitung mehr sein können. Ne? Und ich habe auch so ein bisschen mit mir gekämpft. Ich hätte eigentlich auch gerne PE noch mal, ach, GFK noch mal gemacht. Mhm. Aber das Risiko, dass das hinterher nicht vernünftig läuft und dass du da keinen hast, der das ordentlich macht. Und ich wollte aber bei PE bis auf Nummer sicher. Da kann nichts passieren eigentlich. Ne? Das ist so. Da gebe ich dich recht. Der Kutscherko ist ein Traum. Obertraum. Hast du einen Lieblingskoi? Ja, ich sag mal so vom Charakter, ne, du hast ja einmal so Koi, die dir optisch gefallen und dann Koi, die dir so charakterlich gefallen. Und sind schon so ein, zwei Karashi, die ich sag mal so charakterlich schon der Knaller sind. Die kannst du eigentlich schon fast so aus dem Becken mit rausheben. Und ja. Ah, das Wasser sieht geil aus, die Fische sind super drauf. Wie hast du überwintert? Du warst nicht ganz kalt, gell? Auf 6 Grad bist du nicht runter. Ach nee, im Dezember hatte ich, glaube ich, noch irgendwie 20 Grad oder so. Okay. Und bin dann irgendwann im Januar, glaube ich mal Januar, Februar runtergegangen, so 16 Grad, 12 Grad und habe dann mit 12 Grad überwintert. Hm. Ja, also ich muss sagen, der Teich sieht so aus, als hätten wir jetzt gerade Juli, schöne 24 Grad, Fische sind super drauf, sind interessiert. Ein paar liegen noch unten, aber das ist auch nicht so dramatisch. Also echt geile Nummer, haben auch schöne Körper, sind nicht zu dick, nicht zu dünn. Also hast auch keine Ausfälle oder so im Winter gehabt, oder? Gar nichts. Was sagst du zu meiner, wie nennen wir das nochmal, Belüfterplatte? Oh ja, wo kommt die her? Die sieht man gar nicht. Nee, ne? Hast du die da unten verbaut? Hier kann man doch irgendwo reingucken, da ist ein... Was ist das hier? Die Teichform von oben. Ja? Ich habe den Teich einfach hier drunter gebaut, ein Stück. 80x80. Also ich glaube, der Teich geht hier lang, so, dann geht der 80 rein, 80, 80 und dann habe ich da eine Ecke und eine Dinge, weil ich wollte diese scheiß Platte im Teich nicht haben. Ja, und damit hast du die wenigste Störung auch unten am Boden und Verwirbelung. Und ich habe direkt unten drunter einen Bodenablauf reingesetzt in die Ecke. Unten auch noch einen Bodenablauf. Ach, und das geht bis hier hinter? Ja, ja. Ja, das ist geil. Da war echt einer drin. Hi, ein Kojo. Das ist von uns, gell? Dann der, ja. Karashi da ist geil. Azuba ist geil. Kuaku ist geil. Viele geile Fische. Aber ich glaube, heute erfährt dein Teich ein richtiges Upgrade. Ja, da gehen auch heute Wir spielen jetzt die Jürgen Kirchner Japan-Garten-Version auf. Wie viele haben wir dabei? 14 oder so? 14 Stück müssen wir sein. Ich glaube. Also rum haben wir auch eingebaut. Da kommt es ja auf einen oder anderen nicht an. Wenn du an den Yamabuki gedacht hast, 14, ja. Ja, haben wir. Das ist schon ein geiles Idyll. Wie hat es im Herbst ausgesehen, im Herbstlaub? Auch super, oder? Ja, also, aber das ist, glaube ich, auch dem geschuldet, dass die recht frisch gepflanzt waren und auch noch nicht beschnitten waren. Sieht manchmal so ein bisschen gammelig aus. Ich glaube, der braucht da ein, zwei Jahre, dass das richtig... Wir mussten auch einiges abschneiden, ich habe hier diesen Ahornpilz irgendwo drin gehabt, auch teilweise. Also das ist einer der Teiche, kann ich Ihnen sagen, wo die Fische, wir haben ja viele kleine Tavikoi, also Koi mit Potenzial hier reingesetzt.
Und die sind gewachsen, die haben Body gekriegt. Und das ist das, was ich glaube gestern irgendwann in so einem Koi-Blog auch gesagt habe, wo wir in der Halle aufgenommen haben. Viele Koi werden mit sehr viel Potenzial in die Teiche gesetzt und werden dann aber am Ende nicht so gefordert und gefördert, dass sie dann entsprechend auf Größe und auch auf Volumen wachsen. Und wir haben hier 68.000 Liter Teich, 12.000 Liter haben wir im Filterkreislauf. Und jetzt sagt uns mal Ole, wie viel Futter er in einem Jahr in den Teich reinklatscht. Also zu Stoßzeiten letztes Jahr, und war ja auch die erste Saison, waren da zum Schluss knapp 6 Kilo. 6 Kilo am Tag oder in der Woche? Nee, schon am Tag, ja. Ja, wobei, ich habe jetzt aber auch zum ersten Mal gemerkt, das, was du ja auch schon oft gesagt hast, also der ein oder andere hier drin hätte ruhig ein bisschen mehr abkriegen können. Und der ein oder andere hier drin hat sich auch ein bisschen zu viel genommen. So. Und da ist dann halt das Problem. Ne? Die Gleichverteilung ist schwierig. Und jetzt, wie viele Monate hast du auf über 20 Grad gehabt? Letztes Jahr? Ja. Ja, mit Sicherheit so 9 Monate. Ja. Das kommt auch noch dazu, das kostet auch ein bisschen Energie. Und jetzt nehmen wir die Anlage und vierteln sie, dass wir sagen, wir haben 20.000 Liter Teich mit Filterkreislauf, wir vierteln die Anzahl der Fische. Wie viele sind das gerade? 60? Um die 60 Fische, ja. So, dann vierteln wir das auch, dann haben wir 15 Fische auf 20.000 Liter. Dann brauchen sie immer noch ein bisschen Heizung, aber dann brauchen sie plötzlich nur noch 1,5 Kilo in den Stoßzeiten. Ja, aber das ist jetzt mal wirklich ein geiles Beispiel, ein Beweis dafür, was es kostet, wirklich Jumbo-Koi. Wir wissen es von Dirk, der hat auch eine, was weiß ich, 300 Kilo Futter oder 400 Kilo Futter im Jahr in seinem Teich versenkt. Also das geht schon alles. Also von daher auch nicht nur in Bezug auf die allgemeinen Unterhaltskosten, Baukosten, Betriebskosten, sondern auch, wenn es darum geht, Fische groß zu machen. Machen sie weniger, aber fördern sie die nachher. Was hast du für einen Tipp an jeden, der neu anfängt? Weil du hast ja wirklich alles Scheiße mal mitgemacht. Ja, lieber ein bisschen kleiner bauen und vernünftig. Ja. Und lieber auch bei den Koi, lieber kleinere Koi, lieber klein anfangen, weniger anfangen, vernünftig informieren. Was ist die größte Scheiße, die man machen kann? Bei unterschiedlichen Quellen kaufen, am schlimmsten noch vielleicht bei Privatpersonen oder irgendwelchen dubiosen Teichbauern. Jetzt macht er gerade Werbung in eigener Sache. Beim nächsten Blog werden wir Fische vorstellen, die er verkaufen will. Also bloß nicht bei Privatpersonen kaufen. Außer natürlich bei mir. Außer natürlich bei Ole. Nein, können Sie sich drauf gefasst machen, weil hier sind ja keine wirklich schlechten Fische drin. Aber wir werden dann nach dem Blog, wird dann der Blog kommen, wo Sie die neue sehen, dann verstehen Sie, dass wir... oder nicht wir, sondern dass Ole da den einen oder anderen verkaufen muss. Aber es ist eine der wirklichen Top-Anlagen, wo wir Koi hinliefern dürfen, muss ich wirklich sagen. Echt geil. Und ich finde es auch richtig geil, dass du das mit deiner Frau zusammen alles alleine im Prinzip machst. Du hast ein tolles Wasser, die Fische sehen toll aus, der Garten. Der Garten hat auch so was Unwirkliches. Findest du das auch, Tim? Das wirkt ein bisschen so wie Alice im Wunderland. Es kommt gleich noch so ein sechsbeiniger Hase, da haben sie gesprungen. Kann passieren, wir haben ja tatsächlich einen Hase. Nee, du hast keinen Hase, du hast einen Hund, einen kaukasischen Ovtcharka. Ich sag nicht, wie er heißt, der Name ist nicht mehr ganz so populär, aber das ist... Ja. Dann wurde mir schon nahegelegt, den Namen zu ändern. Ich würde es, glaube ich, gerade wirklich machen, oder? Weil du kannst ihn ja im öffentlichen Feld nicht mehr rufen, oder? Ist schwierig, wobei er läuft jetzt auch nicht so viel durch die öffentlichen Felder. Das ist auch gut. Vielleicht Name lieber lassen und zu Hause lassen. Nee, großes Kino. Jetzt fangen wir die Fische raus, die du loshaben willst. Und dann setzen wir die neuen rein. Und dann gucken wir noch dein neuestes Spielzeug, deine Innenhälterung. Schauen wir noch an, zusammen mit deiner Filteranlage. Und du wolltest doch noch irgendwo einen Aufzugteich bauen, oder ist das das? Eigentlich wollte ich da hinter der Garage noch einen Aufzugteich bauen, aber ich habe dann einfach jetzt noch nicht so auf die Reihe gekriegt. Der Plan ist da eigentlich gewesen, einen Teich mit einem Glashaus drüber. Geil. Und aber meine Frau wartet jetzt schon seit einem Jahr auf ein Gewächshaus. Jetzt hat sie sich einfach eins gekauft. Die ist ja geil. Und jetzt stellen wir da erstmal ein kleines Gewächshaus hin. Aha. Ja, damit sie dann ihre Tomaten und Chilis da züchten. Jetzt darf ich dir einen Tipp geben und darf Ihnen alle einen Tipp geben. Ich weiß. Eckigen Kies nehmen und man darf, zeig das bitte. Man darf keinen runden Kies nehmen. Ich stehe gerade gefühlt bis zu den Kniekehlen. Da kommst du ja nicht voran, oder? Ja, hier ist noch Baustelle. Ab hier ist eigentlich Ende. Im Prinzip wird der Weg jetzt hier weitergeführt. Ja.
und läuft dann da auf ein Gewächshaus und dann später mal irgendwann auf ein Glashaus zu. Das ist ja geil. Ja. Das finde ich richtig gut. Schön. Die Kiefer, die Eibe da ist schön. Pflegst du die Bäume auch alles selber? Also ich sorge zumindest dafür, dass sie gepflegt werden, sagen wir mal so. Also wie gesagt, gestern war Christoph Kreuzberg da, der hat die, der ist mit den Ahornen angefangen, der kommt jetzt so in viereinhalb Wochen nochmal wieder und macht dann die Formschnitt und Kiefern. Mhm. Also wenn Sie einen Profi brauchen, einen geduldigen Profi, der sich in so eine Kiefer einen Tag lang reinlegt und da schneidet und macht und tut und die auf japanisches Top-Niveau bringt, holen Sie Christoph Kreuzberg. Die Adresse kriegen Sie bei uns, schreiben Sie uns. Das ist der absolute Knaller. Und witzig wie die Sau, ist mit einer Japanerin verheiratet. Also ich muss auch sagen, ich hatte ja schon in den letzten 2 Monaten jetzt 2, 3 Gärtner hier. Ich hatte 2, 3 der Leute ist der versucht. Beste, oder? Für Formschnitt kann man vergessen. Und auch Bonsai sowieso schwierig und er macht alles, er macht super Arbeit. Der ist top, der oder? Ist nett. Und ist ein geiler Typ. Cooler Typ. Den kann man auch noch lachen. Ja. Der redet noch mehr Blödsinn wie ich und das muss man erst mal hinkriegen. Das hat er gesagt. Das ist so. Aber der ist geil. So, also, geiler Block, geile Fische, geiler Garten, alles perfekt. Wir haben nichts zu motzen. Und du würdest ein, zwei Rohrleitungen mehr machen und dann bist du zufrieden. Ja, ich meine, ich wälze eigentlich auch schon jetzt, ich sag mal, ja, 80, 85 um, da muss auch irgendwann mal gut sein bei der Menge. Ende, jetzt fangen wir mit Spinnen an, okay? Ja, ist gut. Alles klar, ciao.